Ein wunderschöner Blumenkohlreis. Und das ist eine Mango-Currysoße. Habe ich noch ein bisschen Paprika reingetan, weil ich kein Paprikapulver hatte. Lauchzwiebeln, weil ich keinen Lauch hatte. Und Tahin, weil ich keinen Mandelmus hatte. Und ansonsten ist da noch ein bisschen Zitronensaft drin. Und eine Mango. Ja, das war's. Ich werde mir dann noch ein paar Mangoldblätter nehmen, den Reis da reinpacken mit einem Löffel und dann das Dressing oder die Soße obendrauf.